wo es um Tiere geht und um Tierschutz, da ist er dabei, der Bechlaner. Da gehört er auch hin, er ist auch ein Botschafter für diesen Gedanken. TOG ist eine hübsche Initiative. Hübsch ist fast zu wenig, eine tolle Initiative. Ja, ich glaube, es ist eine sehr notwendige, aber es passt natürlich ganz gut zu den Tierärzten. Die Tierärzte haben nun einmal eine Ausbildung für das gesamte Tierreich und da gehört der Mensch dazu. Und sie haben eine Verantwortung dafür und sie kümmern sich daher auch für Mensch und Tier. Nicht nur jetzt für die menschliche Gesundheit, indem es gesunde Tiere gibt, die man essen kann, sondern die Tiere sind auch für die psychische Gesundheit der Menschen wichtig, bei den gesunden Haustieren. Aber natürlich, wir haben auch eine große Verantwortung gegenüber der Wurzel der Menschheit, gegenüber Afrika. Und da sind Sie jetzt aktiv. Da ist heute ein Hengst geimpft worden. Ein besonders schönes Tier. Und dahinter steht auch ein schöner Gedanke. Wie steht denn die Tierärztekammer zu dieser Aktion der Initiative TOG, Tierärzte ohne Grenzen? Sehr, sehr positiv. Sehr, sehr positiv. Wir unterstützen das Projekt, weil wir es eigentlich schon im Vorfeld immer gesagt haben, es gibt ja Ärzte ohne Grenzen. Warum gibt es nicht Tierärzte ohne Grenzen? Und da muss man ein bisschen zurückblicken. Ministerialrat Professor Dr. Weber war ja der Begründer dieser Aktion Tierärzte ohne Grenzen. Und das war ein Projekt, was ja seinerzeit in der Schweiz begonnen hat und wurde dann von Dr. Peter Weber nach Österreich transferiert. Und die österreichische Tierärztekammer war von immer, von Haus aus dabei und hat gesagt, das ist ein Projekt, wo wir unser Know-how auch an Länder, an Staaten transferieren können, die es bitter notwendig haben. Und da hat die Frau Kollegin Dagmar Schoder das ja wunderbar gebracht, wie sie gesagt hat, die Wissenschaft, was braucht die Wissenschaft, die drei Säulen. Den Kopf zum Denken, die Augen zum Sehen und das Geld, damit man etwas bewirken kann. Die Aktion heißt Impfen für Afrika und ist eine Initiative von TOG, Tierärzte ohne Grenzen. Wie gut tut Ihnen das, dass es sowas gibt? Sehr gut, weil es einfach ein wunderschönes, solidarisches Projekt ist und weil es so ein guter Brückenschlag ist zwischen dem aktiven Tierschutz und einer tatsächlichen Entwicklungsarbeit. Und das ist einfach ein schöner, solidarischer Akt, den ich sehr, sehr gerne unterstütze, mit großer Leidenschaft unterstütze. Dagmar Schoder, Präsidentin von Tierärzte ohne Grenzen. Manche werden das noch nicht kennen. Stellen Sie es in kurzen Worten vor, was das ist. Tierärzte ohne Grenzen Österreich versteht sich als innovative veterinärmedizinische Forschungsorganisation. Das heißt, unser Ziel ist es, Menschen in Afrika mit sauberem Trinkwasser zu versorgen und die Produktion von sicheren Lebensmitteln sicherzustellen. Wir wollen den afrikanischen Konsumenten schützen, nämlich schützen vor unsicheren Lebensmitteln und vor Trinkwasser, das eben hochgradig kontaminiert ist mit Krankheitserregern. Machen da alle Tierärzte mit oder habt ihr noch quasi ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten? Prinzipiell machen leider Gottes nicht alle Tierärzte Österreichs mit, aber insgesamt 120 Tierärzte österreichweit unterstützen unsere Aktion und sind auch ganz begeistert von unserer Aktion und überweisen uns dann fleißig die Spendenbeträge. Ich denke mal, so, das ist wie bei einem Verein, der aktiv ist, da können nie alle Mitglied sein und es ist gut, wenn es aber möglichst viele fördern. Und deshalb die Arbeit als solches, sagen wir mal so, das wird ja auch nicht produktiver, wenn da 100 Köche mitwirken. Wenn man eines gute Köchin hat und viele damit dazu beitragen, dass das Essen finanziert wird und nachher auch die richtigen Leute erreicht, dann ist das schon wichtig. Und unser Grundgedanke eben halt, etwas für Mensch, Tier und die Umwelt zu tun, der wird damit am besten realisiert. Impfen für Afrika. Was führt den Terminland-Botschafter nach Wien? Mich nach Wien führen. Solidarität. Solidarität vor allem und so wie wir heute in der Antrittsrede gehört haben, vernünftige Hilfe irgendwo mit Niveau, mit Hintergrund.